Es gibt viele unterschiedliche Darstellungen und Widersprüche, auch in den Mainstream-Medien. Was kann und soll man da noch glauben? Jeder muss für sich selbst herausfinden, was er zu glauben bereit ist. Der eine mag es positiver sehen, weil man es so braucht, der andere lieber extrem negativ, weil Angst vorherrscht. Ich denke, der Weg liegt in der Mitte. Dennoch, lieber etwas pessimistischer gedacht und gehandelt, das schützt vor Enttäuschungen. Kommt es weniger tragisch, kann man noch lächeln. Erstens, Wirtschaftskollaps. Wer sich auch nur annähernd mit diesem Thema beschäftigt, dem ist klar, wohin die Reise führt. Eine globale Rezession steht uns ins Haus. Glaubt man sogenannten Verschwörungstheoretikern, wird Covid-19 dazu benutzt, gemachte Fehler zu kaschieren und uns global in eine neue Weltordnung zu drängen. Glaubt man offiziellen Aussagen, erwarten wir lediglich einen leichten Rückgang des Bruttoinlandprodukts. Was man jetzt schon deutlich erkennt, die Preise steigen. Vor Covid-19 kosteten Billignudeln 29 Cent, im Moment das Doppelte, etwas über 49 Cent, und die Preise werden weiter steigen. Die Inflation hat uns also im Kleinen schon erreicht. 1,8 Billionen wurden von der EU abgesegnet. Wer glaubt, diese Menge an Geld sei vorhanden, der irrt. Wenn, dann muss ein Großteil davon erst gedruckt werden. Wozu Geld drucken ohne realen Gegenwert führt, kennt man aus der Geschichte. Letztlich werden die 1,8 Billionen der Wirtschaft nicht helfen. Die Folgen sind Inflation, möglicherweise Hyperinflation oder gar eine Geldentwertung. Möglicherweise sogar Zwangskredite oder Enteignung von Erspartem. Sicher wird durch Covid-19 die Pleitewelle vorangetrieben und damit die Arbeitslosigkeit. Was man tun kann, um sich zu wappnen, selbst anfangen zu denken und Möglichkeiten zu finden, die zum geführten Leben und den eigenen Möglichkeiten passen. Es gibt kein Patientrezept. Zweitens, soziale Unruhen. Das Virus spaltet das Land in zwei Gruppen, die Überängstlichen und die Covid-19-Leugner. Krawalle nehmen zu und machen auch vor der Polizei nicht Halt. Die Gewaltbereitschaft steigt und Bürger sind zunehmend besorgter, was einen Anstieg der Anfragen nach einem kleinen Waffenschein zeigt. Es scheint, als ob die Situation durch Polizei und Ordnungskräfte oft nicht in den Griff gebracht werden kann und Bürger fangen an, selbst aufzurüsten. Kommt es zu einem Wirtschaftskollaps oder zu einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit, werden Verbrechen ansteigen. Sachbeschädigungen und Plünderungen wie in Frankfurt und Stuttgart werden sich häufen, Einbrüche und Plünderungen zunehmen. Den Kopf in den Sand zu stecken und diese Entwicklung zu ignorieren, ist ebenso falsch wie illegales Aufrüsten. Mit Bedacht und Vorsicht agieren, seinen Besitz durch geeignete Mittel absichern. Drittens, Covid-19 an sich. Hier gehen die Darstellungen weit auseinander. Ist Covid-19 eine Erfindung? Sicher nicht. Covid-19 ist real und ich kenne persönlich Erkrankte, die nach künstlichem Koma und Beatmung wieder gesund geworden sind. Gesund mit großen Einschränkungen. Keine große körperliche Belastbarkeit mehr. Selbst Treppensteigen wird zur Qual. Von den dramatischen Ereignissen im Koma und durch die Beatmung nicht zu reden. Andere haben ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren, durch die Erkrankung 8 Kilo oder mehr abgenommen und sind ebenso wenig belastbar seit der Erkrankung. Spätfolgen sind derzeit noch gar nicht absehbar. Auf der anderen Seite ist das Infektionsrisiko eher als gering einzustufen. Klar kommt es dabei auf die Anzahl der täglichen Kontakte an, auf die Dichte der Infizierten auf den Wohnraum. 250 Infizierte auf einer Fläche von 250.000 Quadratmeter bedeuten ein geringeres Risiko als auf 10.000 Quadratmeter. 80% der Infizierten werden nie erfasst, da die Erkrankung asymptomatisch verläuft. Von den 20%, die Symptome zeigen, werden maximal 5% intensiv- und beatmungspflichtig. Das Risiko für den Einzelnen ist daher eher als gering einzustufen. Wie ein Vierer mit Zusatzzahl im Lotto.
Aber die Möglichkeit ist vorhanden. Also warum die Chancen auf eine Infektion erhöhen, wenn man sie durch einfache Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und Hygienemaßnahmen verringern kann? Eines muss allen klar sein: Covid-19 wird nie mehr völlig verschwinden. Wie das Grippevirus wird es mutieren und weiter bestehen, solange es Wirte gibt. Jeder muss für sich festlegen, welchen Weg er damit geht. Jeder kann sein Glück herausfordern, aber jeder kann auch die Maßnahmen treffen, um sich bestmöglich vor gesundheitlichen Folgen zu schützen.